Freunde, was geht ab? Ich bin's. Tim, heute ist Kevin dabei. Also ich denke erstmal Stoff. Weil er hat Kanonenkugel, Schultern und die sind faseriger. Also ich denke nicht, dass er auf Stoff ist. Also ich behaupte sogar, dass er auf Stoff ist. Tiss, dass du denkst. Ja, genau. Ist mir alles klar. 3, 2, 1, go. Er sagt, er ist nett hier, aber er ist auf Stoff. Weil ich war nicht auf Stoff und ich bin nicht auf Stoff. Siehst du? Wie war es eigentlich so in der Zeit, wo du Stoff genommen hast? Hast du irgendwelche Nebenwirkungen vom Stoff gemerkt, oder? Aber... Der ist natural. Ach, kein Beweis! Wir hatten immer einen Beweis! Ja, hier, Tim. Ja, es gibt sogar Bluttests von mir. Und hier, natural. Wo ist der Beweis? Schiebung, Alter! Das fühlt mich aus wie ein Stoffer. Nicht, weil der Körper zu krass ist. So, Freunde, also, erster Blick, ich sag direkt, dieser junge Mann ist definitiv auf Stoff. Mir ist der Nacken zu krass, mir ist die Schulter zu krass und das ist für mich so ein klassischer, allein wenn man sich diesen Bereich hier gönnt, ist das für mich hier ein klarer Fall von Stoff. Ganz kurz, Sigurd, gib ein Statement dazu, bitte. Mit Sperren gejagt! Sascha, schüchtern ist er. Wenn der nicht auf Stoff ist, schiebe ich mir die Ghetto-Faust wirklich in den Arsch, Alter. Der ist natural. Ach, fick dein Leben. Als ob. Okay, den Beweis will ich sehen. Hey, Vincent, Beweis. Du bist ein Bastard. Aufgrund des Leistungsdrucks der Industrie, ja, und der kurzen Zeit, die ihm zur Verfügung steht und seiner beschissenen Trainingswissens und seiner beschissenen Erfahrung und der mangelnden Disziplin, wird er wahrscheinlich nachhelfen. Aber, Kevin, 3... 2, 1, ich sag natural. Einfach so, weil ich glaube, dass er einfach wirklich, wenn er von Rolle zu Rolle sich so entwickeln muss. Und wenn er, dann müssen die mal wieder 10 Kilo, 20 Kilo abnehmen, dann auf einmal... Diese Christian Bale-Story ist krass. Genau.